Hallihallo, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9 und hier kommt man einfach durch, indem man da vorbeiläuft. Ich weiß nicht, warum das vorher nicht geklappt hat, also man muss zwischen den beiden durchlaufen. Und dann bekommen wir hier einen Diamanten. Auch nicht schlecht. Haben wir, glaube ich, schon sogar einen, aber nicht so wichtig. Und der kleine Typ, also der kleine Junge, der mit dem Essen da, mit dem Eulen-Eintopf, der gibt uns übrigens kein Item, also das habe ich mich falsch erinnert. So, und wir gehen jetzt auf Richtung erst zum Dorf der Schwarzmagier, zum südöstlichen Wald oder zur Siedlung der Schwarzmagier oder was auch immer die dort versteckt haben. Nachdem uns die Typen in Condea Pater gesagt haben, das ist irgendwo im Südosten. Ah, da drüben. Was? Okay, da kommen wir wohl nicht so einfach hin. Also, da müssen wir wirklich die ganze Klippe entlang gehen und also rundherum gehen und dann drinnen noch den Wald durchqueren. Hey, den Kampf zeige ich dann vielleicht doch her, weil wir können hier vielleicht eine Blaumagie lernen und zwar beim Kaktor. Am besten machen wir das, indem wir bei Vivi Schwarzmagie Feuer zaubern. Und das ein paar Male wahrscheinlich. Wir werden auch versuchen zu klauen, aber das ist nicht so einfach, weil. Ups. Ah, wie viel war das jetzt? Das war vielleicht sogar schon zu viel, oder? Auf jeden Fall werden wir noch uns heilen und dann mit Kino probieren wir mal fressen. Das schaden kann es nicht. Er hat ungefähr 1800 HP, also. Ich glaube. Wie viel haben wir gemacht? 1200? Also, es dürfte sich noch nicht ausgehen. Wir werden schauen, ob es sich mit einem Feuer dazu noch ausgeht. Oder ob das Feuer das vielleicht nicht sogar noch zu viel ist. Ich glaube, wir haben 1200 oder 1600 Schaden, oder 1200 Schaden gemacht. Das heißt, es geht sich wahrscheinlich nicht aus jetzt. Oh, es geht sich doch aus. Und dafür, dass wir ihn besiegen, bekommen wir die Blaumagie 1000 Stacheln. Gar nicht schlecht, also. Und wir bekommen 2 AP. Sehr gut. Das heißt, wir können bei Kina gleich wieder Ausrüstung wechseln. Weil wir mit immer hast fertig sind und dann schauen wir uns mal an, was sie sonst geben können. Und dann werden wir auch noch immer hast vielleicht Dings anlegen. Okay. Haben wir Stiefel fertig, was haben wir sonst noch? Gar nichts. Kraftgürtel mit Konter, aber das lernen wir sowieso auch durch den Mikoshi-Hut. Na okay, ist egal. Reflektring ist noch nicht fertig, das Barett ist auch nicht fertig. Gehen wir hier was Neues? Nein, eigentlich nicht. Was wir noch machen wollen ist Abilities und zwar immer hast 9, so viel gleich. Dann werden wir das wegtun und vielleicht auch Felsenfest wegtun. Dann schauen wir mal, wie das ausgeht. Ja, wenn man immer hast ist ganz gut für die beiden, weil es doch sehr viel, weil sie dann doch sehr oft drankommen immer. HP brauchen wir überhaupt nicht. Felsenfest auch nicht. Dann haben wir drei Charaktere mit immer Hast und das ist ganz gut. Zeit ist, dass sie dann das auch lernt. So, Lilly ist mit dem Barett fertig. Schauen wir mal, ob sie noch was anderes lernen könnte. Vielleicht irgendwo. Nein, sie ist auch fertig mit allem. Wir werden ihr trotzdem mal die Hermesstiefel geben und schauen, ob. Er kann mit dem Brett, glaube ich, auch nichts anfangen. Vielleicht Kino ja mit dem Brett, naja. Okay, dann lassen wir das Brett auf Lilly. Autohast haben wir ja schon. Und dann geht's weiter. Hier, wie gesagt, einfach hier umdrehen. Übrigens, wir können in den Wäldern, also in dem Wald da unten nicht, aber in diesen Wäldern hier, die drei da, können wir wieder auf den Ragwurz treffen und wieder das Quiz veranstalten. Das machen wir allerdings erst, nachdem wir bei den Schwarzmagiern waren. Dann haben wir noch einiges, was wir sonst auch noch erledigen wollen. Und damit wir nicht alles auf einmal machen müssen, dann. Oder damit wir nicht alles. Damit wir zumindest etwas Story dazwischen haben, gehen wir zuerst mal zu den Schwarzmagiern und dann geht's auf zum Ragwurz. Und wahrscheinlich machen wir da auch noch die freundlichen Kreaturen schon. Ja, und Zidane hat jetzt 777 gelernt. Allerdings können wir. Also, allerdings ist auf der Gladius-Waffe sowieso noch das andere. Die andere Fähigkeit drauf. Hey, deswegen brauchen wir jetzt nicht Waffe wechseln für sie dann. Oh, dort, wo sich die Eulen nicht trauen, ihr Nest zu bauen. Schauen wir mal.
Links wohnen die Eulen, rechts wohnen keine Eulen. Welche Gabelung man hier nehmen muss, ist übrigens zufällig. Das heißt, nicht darauf vertrauen, dass es jetzt die gleiche ist wie bei mir, sondern einfach erstens die Wegweiser anschauen und dann immer dorthin gehen, wo eben die Eulen nicht sind. Den Rat befolgen, den halt die Typen in Condea Pater uns gegeben haben. Und da haben wir einen neuen Gegner, und zwar, was ist das? Regenbogensturm? Oh mein Gott, was soll das sein? Aua, verdammt! Was soll das? Okay, wenn das so ist, dann gibt's wohl etwas mit der groben Kelle jetzt. Ah, der Typ hat auch Himmelswind, das heißt, von dem könnten wir theoretisch mit China auch Himmelswind lernen. Allerdings, wir haben es ja schon, deswegen brauchen wir es nicht mehr unbedingt. Ey, was war jetzt? Wieso wird es so dunkel? Willenskraft? Was soll das? Ja, wie auch immer. Zumindest ist Viva jetzt nicht gestorben, also schon mal etwas. Und ja, allzu schwer sind Gegner hier nicht. Allerdings nehmen wir noch ein Liter auf Vivi. Dann ja, diese Luftzauber. Also wenn wir uns gegen die Luftzauber schützen wollen, dann gibt es halt einige Ausrüstungsgegenstände haben schon gegen, also sind schon gegen Anti-Luft, also dass man weniger Schaden nimmt von Luft. Das heißt, wenn es wirklich schlimm ist, dann einfach hier die richtigen Ausrüstungsgegenstände ausrüsten und dann sollte das auch mit dem Schaden kein Problem mehr sein. Das sind übrigens die Ratzinger, die Typen in Condea Pater gerne essen, zumindest gegrillt gerne essen. Soundkin hat auch etwas gelernt. Kraftgürtel, glaube ich, ne? So, sie ist mit den Accessoires fertig, das ist sehr gut. Das heißt, wir werden den gleich wegnehmen. Oder? Irgendwas können wir schon geben noch. Ja, geben wir Kraftgürtel, ist egal. Und wieder rechts gehen. Eben dorthin gehen, wo keine Eulen wohnen. Okay. Oh, what the fuck? Ah, das ist übrigens so ein Labyrinth-Dingens, die Gabelung hier. Das heißt, es ist zufällig, wo man hingehen muss und zufällig, wo man auch rauskommt. Man muss nicht unbedingt unten rauskommen oder oben oder so. Das ist rein zufällig. Einer der drei Ausgänge ist es halt, wo man rauskommt dann. Und die Typen sind natürlich anfällig gegen Feuer, aber dadurch, dass sie Pflanzen sind, ne? Wer hätte das gedacht? Gleich mal Feuerrad drauf zaubern und dann ein paar Mal noch draufhauen und dann ist das gegessen. Und Autohast hilft dir schon enorm, also die Gegner bekommen schon sehr, sehr wenige Züge zwischendurch. Das heißt, wir sparen uns einiges an Schaden, den wir gegenheilen müssen zum Beispiel. Wo muss ich jetzt hin? Links? Nein. Oh ja, wohl links gehen. Okay. Und wie gesagt, immer die Wegweiser lesen. Ja, das war wieder ein Ratzinger. Also wie gesagt, ja, nach links, richtig. Ich glaube, man kann das auch irgendwie erkennen an den Eulen, die oben auf den Ästen sitzen. Ja, ich bin gerade drauf gekommen, dass die Riesenpilze wie Fliegpilze heißen. Eben nicht Fliegenpilze, sondern Fliegpilze. Hey, ein Schwarzmagier. Und wahrscheinlich deswegen, weil sie fliegen können und aussehen wie fliegende Untertassen. So, jetzt theoretisch müssten wir nach rechts gehen müssen, ja. Und wie gesagt, man kann das glaube ich auch herausfinden, indem man die Eulen oben auf den Ästen beobachtet. Leider weiß ich nicht ganz genau, wie das funktioniert. Also ich habe mir das irgendwann mal durchgelesen, wie ich das erste Mal durchgespielt habe. Aber egal, also theoretisch müsste man gar nicht. Hey, ein Schwarzmagier. Theoretisch müsste man gar nicht den Wegweiser lesen. Oh, what the fuck ist denn hier los? Ja, gleich mal nachgehen.
super tolles Versteck oder so. Oh, das ist das Dorf der Schwarzmagier. Müssen wir jetzt die alle umbringen oder? Na. Menschen! Und die fallen genauso auf die Nase wie Vivi. Liegt vielleicht an der langen Kutte. Ja, ich hab die gesehen, ja. Offenbar schon, ja. Ja, Vivi ist gleich so entzückt, dass er reinläuft ins Dorf und die anderen Schwarzmagier quasi suchen will. Offenbar sind die uns die nicht wirklich feindlich gesinnt. Hey, jetzt warte doch. Andere Dörfer, andere Spezialitäten, Mampf. Na, dafür hat man Freunde, richtig sie dann. Wir schauen uns gleich mal die erste AT an, und zwar. Was sind das die? Das Problem ist, dass wir hier eine bestimmte Reihenfolge einhalten müssen. Und ich schau mal kurz, welche das ist. So, und wir wollen die erste AT mit Kina schauen, weil es gibt jetzt wieder mit Lili und mit Kina und auch mit Vivi ATs hier. Und hier kommt es wirklich speziell auf die Reihenfolge an, dass man erstens alle ATs sehen kann und dass man dadurch, dass man bestimmte ATs sieht, auch dann versteckte Schätze bekommt. Deswegen, wenn ihr mitspielt und wenn ihr auch alle Sachen einsammeln wollt, die ich einsammle, dann unbedingt auch in der Reihenfolge, wie ich die ATs zumindest in dem Dorf ansehen. Dann verpasst ihr nichts und ihr bekommt eure Schätze. Und hier gibt es noch ein Elixier, sehr gut. Und dann gehen wir hier mal in den Schuppen rein, oder in den Laden hier. Und das ist Schwarzmagier Nummer 239. Und der hat einen Waffenshop hier. Und hier wollen wir zwei Mithrildolche kaufen und eine Weste. Welche ist das? Die Allzweckweste wollen wir eine kaufen. Dann kaufen wir noch eine zweite. Die werden wir auch gleich ausrüsten, glaube ich. Ja, die zweite Allzweckweste hat ja na, Kino an. So, und ja, das war's eigentlich schon. So, wo gehen wir jetzt hin? Ah ja. Dann wollen wir hier rechts raufgehen, wo Kina war, und uns gleich die nächste. Ich glaube, das ist die nächste mit Kina. Hoffentlich natürlich. Ja, genau. Und Kina ist weiterhin auf der Suche nach etwas zu essen. Eier, Chocobo-Eier. Nom 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 nom. Warum wird das eigentlich gegessen? Wir hüten es wie unsere Zipfelmütze. Oh, einfach stehen geblieben? Ist sie gleich gelaufen oder? Das geht nicht. Habt ihr schon mal Lebewesen groß gezogen? Ja, China. Mit China werden wir noch einigen Spaß in Dorf der Schwarzmagier haben. Allerdings erst nächstes Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Final Fantasy 9. Ah, Moment mal kurz. Wir können hier Mognet checken, bevor wir noch aufhören. Und hier bekommen wir noch einen Brief. Das heißt, wir haben jetzt drei Briefe in Verwahrung. Wir haben nichts vergessen, das gehört so. Und wie es China im Dorf der Schwarzmagier geht, was Vivi über sich selbst herausfindet und was Lily treibt, das sehen wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Final Fantasy 9. Bis dahin wünsche ich euch, wie immer, viel Spaß.